Glückwünsche für die alte und neue Parteivorsitzende. Mit 80,1% hat sich Julia Klöckner ihre rheinland-pfälzische Hausmacht gesichert. Das Ergebnis allerdings ist ihr schwächstes, seit sie 2010 erstmals zur Landesvorsitzenden gewählt wurde. Es ist ein ehrliches Ergebnis. Wer will etwas anderes erwarten in diesen Zeiten? Denn wir sehen, dass die Union, dass die Volksparteien im Umfragetief sind. Die Leute sind zutiefst auch verunsichert. Zuvor hatte Julia Klöckner ihre Partei dazu aufgerufen, wieder Politik für die Mitte der Gesellschaft zu machen. Sie räumte ein, dass die lange Regierungsbildung in Berlin Vertrauen gekostet habe. Der SPD-geführten Landesregierung warf sie vor, sich jeglicher inhaltlichen Debatte zu verweigern. Das sei demokratiefeindlich. Eine Landesregierung, die jede Kritik abtut an sich, abtut damit, dass man das Land schlecht reden würde. Diese Landesregierung ist auch dafür verantwortlich, dass Bürger, Demokratie und Politiker verdrossen werden. Die Stimmung in der Partei beschreiben viele der rund 380 Delegierten als gut. Allerdings gehen sinkende Umfragewerte von nur noch 28% in Rheinland-Pfalz nicht spurlos an ihnen vorüber. Man muss mal aufpassen, da hat man den Eindruck, man tut sich zu stark mit eigenen Herausforderungen, ich will es nicht Probleme sagen, beschäftigen und es interessiert den normalen Bürger draus gar nicht. In der CDU würde ich nicht sagen, dass was verkehrt läuft, aber ich glaube, die Herausforderungen, die auf unsere Kanzlerin momentan einwirken, die sind ja nicht ohne. Die Stimmung ist etwas unruhig. Ich denke mal, da ist es wichtig, Ruhe reinzubringen und zu den Sachthemen zurückzukommen. Frisch gekürter Generalsekretär des Landesverbandes ist der Zweibrücker Landtagsabgeordnete Christoph Gentsch mit 89,5%. Er will seine Partei wieder inhaltlich nach vorne bringen.